Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Es ist Freitag, der 8. Dezember. Zum Start ins Wochenende reisen wir mit Daryl Dixon in ein von Zombies verseuchtes Paris. Außerdem retten wir zusammen mit Batmans Sohn Weihnachten. Zuerst geht's aber um einen Familienurlaub, der für Julia Roberts und Ethan Hawke zum Albtraum wird. Der Urlaub soll ja eigentlich die schönste Zeit des Jahres sein. Doch was, wenn sich die Erholung zu einem apokalyptischen Kampf ums Überleben entwickelt? Im Film Leave the World Behind wollen Amanda und Clay mit ihren Kindern in einem Ferienhaus auf Long Island Urlaub machen. Kurz nach ihrer Ankunft fallen plötzlich Internet, Fernsehen und alle elektrischen Geräte aus. Als am selben Abend das Ehepaar George und Ruth vor ihrer Haustür steht und um Unterschlupf bittet, wird die Situation von Tag zu Tag komischer. Was wollen George und Ruth? Und ist der kleine Stromausfall vielleicht schlimmer als gedacht? Tut mir sehr leid, dass wir Sie stören. Das hier ist unser Haus. Das hier ist Ihr Haus. Wir waren auf der Rückfahrt in die Stadt und dann ist etwas passiert. Sie wollen hier bleiben, aber wir sind doch hier. Wir müssen die herausbekommen. Die müssen denken, dass alles wieder in Ordnung kommt. Es kommt doch alles wieder in Ordnung, oder? Die Konsequenzen könnten... Es handelt sich um einen Cyberangriff auf das gesamte Land. Regisseur Sam Esmail war schon mit der Serie Mr. Robot sehr erfolgreich. Jetzt adaptiert er mit seinem neuen Film den Roman Inmitten der Nacht von Rumaan Alam. Neben Julia Roberts und Ethan Hawke gehören Mahershala Ali und Mahershala Harold zum Cast. Den Thriller Leave the World Behind gibt's ab heute bei Netflix. Unser nächster Tipp vereint zwei Dinge, die im ersten Moment so gut zueinander passen wie Star Wars und Ostern. Im Animationsfilm Merry Little Batman ist die Weihnachtszeit in Gotham City eingezogen. Batman und sein 6-jähriger Sohn Damian bereiten sich auf Heiligabend vor. Damian will eigentlich nichts mehr als in die Fußstapfen seines Vaters treten und auch Batman sein. Kurz vor Weihnachten bekommt er dann die Chance. Batman muss zu einem wichtigen Termin mit der Justice League und lässt Butler Alfred und seinen Sohn in Gotham City. Doch dann taucht der Joker auf. I promise I'll be back before Christmas. Oh man, I'm the worst dad ever. Jingle bells, Batman smells, Robin laid an egg. Joker! I want to make this a very special Christmas Eve. And what better way to do it than by stealing Christmas? I have to show Dad I can handle myself. Whoa! Dad made me a bat suit? Der Animationsfilm glänzt im Trailer mit einem süßen Look wie aus einem Kinderbuch und mit witzigen Dialogen. Den Film Merry Little Batman könnt ihr ab heute bei Prime Video streamen. Von der Zombie-Serie The Walking Dead, die ja an sich schon 11 Staffeln lang lief, haben wir euch an dieser Stelle schon einige Spin-offs vorgestellt. Es gibt aber offenbar noch mehr aus dem Walking Dead-Kosmos zu erzählen, denn heute startet das nächste Spin-off. Darin geht's mit dem Fanliebling Daryl Dixon raus aus den USA und ab ins postapokalyptische Frankreich. Mein Name ist Daryl Dixon. Was hat Sie nach Frankreich verschlagen? Eine Reihe von schlechten Entscheidungen. Und wie sind Sie hier gelandet? Eine Reihe von guten Entscheidungen. Wir haben auf Sie gewartet. Ich bin Laura. Sie sind der Bote. Sie können ihn unversehrt dorthin bringen. Bis er bereit ist. Wofür bereit? Das Wiedererwachen der Menschheit zu leiten. Die Prämisse erinnert stark an The Last of Us, hat aber mit Frankreich ein sehr interessantes neues Setting zu bieten. Und natürlich kehrt Norman Reedus als armbrustschießender Biker Daryl Dixon zurück. Alle 6 Folgen der neuen Serie The Walking Dead, Daryl Dixon, sind ab heute bei Magenta TV verfügbar. Wir empfehlen euch natürlich auch am Wochenende neue Streaming-Tipps. Die könnt ihr auch über euren Smart Speaker von Amazon oder Google hören. Einfach den kostenlosen Detektor FM Skill aktivieren und dann könnt ihr Alexa oder Google Home nach Was läuft heute von Detektor FM fragen. Christopher Jung hat die Tipps für heute rausgesucht. Audioproduktion Benjamin Zedani. Mein Name ist Anja Bolle. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Was läuft heute?
Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.